Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Mhm. Auch hier gibt's wieder legendäre Gegenstände. Ah, fuck. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Au. Na komm, Rockfuhr. Warte, Freundchen. Danke fürs Heilen nebenbei. Was musst du auch gerade hochkommen, wenn ich hier am Rumklauen bin? Selber schuld. Na komm. Bleib halt da liegen. Mir soll's recht sein. Ja, ja, ich weiß, Äffchen. Äpfel, Äpfel. Trinkhorn. So, Sebastiano wird dann wahrscheinlich da drin sein, genau. Du! Du gehörst doch auch zu den Piraten! Hör zu, ich... Erzähl mir nichts! Du bist doch einer von denen! Das merk ich doch! Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Jetzt halt mal die Füße still. So sprichst du mit einem Kommandanten der Inquisition? So jemand wie du hätte es nie in unserer Reihen geschafft. Ja, na klar. Genug davon. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Wie kann ich helfen? Wenn du hier bist, um zu kämpfen, wirst du dafür bezahlt, wie es sich für einen Söldner gehört. Wofür willst du mich bezahlen? Soldat Severin ist desertiert. Er und noch so ein Kerl. Vasco. Und? Und Deserteure werden erschossen. Du kannst die beiden aufsuchen und das erledigen. Hast du sonst noch was? Horas, ein Wächter, hat sich bei uns eingeschlichen. Finde den Mistkerl und sag mir, wo er sich aufhält, damit wir ihn exekutieren können. Warum bist du so scharf darauf, ihn umzubringen? Er ist ein Dieb. Er ist in mein Haus gekommen und hat mich bestohlen. Und dann ist er abgehauen. Aber warte nur, wenn ich mit dir fertig bin. Dann wirst du dir wünschen, du wärst... Finde ihn einfach. Du bist also der Statthalter dieser Insel, ja? Nein. Normalerweise ist Gouverneur Di Fuego der Statthalter hier. Doch der Feigling ist einfach abgehauen. So, so. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Kerl. Er ist es nicht wert. Jetzt habe ich das Kommando übernommen. Und das ist alles, was du wissen musst. Klar? Da wäre noch was. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur? Er ist tot. Hm. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So? Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Hm.
Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit die Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Er ist tot. Dabei solltest du es belassen. Ich werde die Deserteure für dich erledigen. Das will ich hoffen. Ich weiß nicht, ob wir in Zeiten wie diesen nicht darüber nachdenken sollten, uns nicht gegenseitig umzubringen. Sowas will ich hier nicht hören. Ihr führt meine Befehle aus. Oder ich lasse euch als Deserteure töten. So, ich glaube, das werden einige Quests werden, die wieder abbrechen. So, ich werde mal gerade speichern. Können wir das nehmen? Der Bisserl klaut hier. Ich finde es ja schön, dass Bones direkt draufhaut. Okay, das war nötig mit dem Heilen. Nicht. Ach, der Typ ist wieder fit, okay. Hauen wir dich halt nochmal platt. Uiuiui. Ha, war erster. Bones, warte mal, vielleicht kommst du noch mal rein. Der Knochen dieses Fingers gehörte dem berüchtigsten Dieb aller Zeiten. Keine Tasche und kein Schloss waren vor ihm sicher, bis er bei einem seiner Raubzüge auf frischer Tat im Hause der Kapitäne auf Antigua ertappt wurde. Fliehen konnte er trotzdem, auch wenn er im Kampf seinen Finger verlor. So, so. Okay, Bones, hast du ein Blatt gehauen, das ist schön. Dann können wir wenigstens mal in Ruhe plündern. Danke fürs Heilen. Gabel, Löffel, Krug. So, sehr schön. Ja, siehst du mal. Gut, dann gehen wir mal raus und gucken, ob wir... Ach, guck mal, hier ist so ein Altar. So, Teleportstein reinsetzen. So, diesmal müssen wir halt diese Teleporter erstmal freischalten. So, wähle auf der Inselkarte einen aktivierten Teleport an, um dorthin zu reisen. Wir müssen halt diese Teleportsteine finden, aber ich glaube, die sind auch relativ weitläufig verteilt auf der Insel. So, da liegt noch ein Schiff vor Anker. Goldklee. Muschel. Noch mehr Goldklee. Eine tote Schildkröte. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Wir können wieder was platt hauen. So, nochmal kurz in Deckung gehen. So, mein Lieber, komm, wir hauen noch mehr drauf. Also dann haben wir hier auch Ruhe. Na? Au.
Hey, du könntest auch mal Richtung Sandteufel hier angreifen, ne? Die fallen extrem laut. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Jawohl, die Mützensammlung von Bones. Kommst du? Das tat weh. Na, das glaubst du aber. So, wie viel haben wir davon noch? 2, 3. Au. Na komm. Du Teufelssand, du. Au. Au. Dankeschön. Muschel. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. So, Sandteufel ist kaputt. Bones bleibt einfach mal schön neben der Krabbe stehen. Habt ihr noch irgendwie für ein Foto posiert oder was war das hier? Hm? Dankeschön. Immer noch nicht genug für Fernkampf. Beere nehmen wir direkt mit, dass wir wieder voll geheilt sind. Noch ein bisschen Schädelblüte. So. Dann. Da bitte mal hochklettern. So, Blutwurzel, noch ein Teleportstein. Ratte. Ahnenstein, Altar. Und eine verschlossene Truhe. Ich bin kein Goldschmied. Ich wollte eigentlich hier diesen Ahnenstein. Verstehe ich nichts. Gut. Da haben wir ja zumindest mal den Weg freigeräumt. Und wenn wir irgendwann mal Voodoo-mäßig unterwegs sind, können wir da vielleicht was reißen. So, dann gehen wir jetzt aber mal auf die andere Seite und hoffen mal das Beste. Schafauge. Ach, der hat auch Muscheln. Okay. Interessant, da waren wir ja gerade. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine tote Schildkröte. Und ein toter Sandteufel. Na komm, geh drauf. Danke. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Au. So. Auf geht's. Tod den Sandteufeln. Na komm. Geh schön drauf. Das ging schnell. Ja, tatsächlich. Die können wir nicht plündern. Die scheinen dann wohl auch nur so sporadisch irgendwelche Muscheln zu haben. Sporadische Muscheln. Wo wir gerade dabei sind, komm. Geht doch. Geschafft. So. Nett. 1, 2, 3. Machen wir vielleicht später. Schauen wir uns doch erst nochmal hier ein bisschen um. Ein wenig Goldklee. Schädelblüte. Und ein Durchgang. Alles klar, da waren wir ja schon. Dann gehen wir mal weiter den Strand hier unten entlang.
Mal schauen, was wir da noch finden. Zumindest ein paar Stechmücken, wie es klingt. So, und dort hat noch jemand ein Lager aufgeschlagen. Achtung, jetzt komme ich! Dann hauen wir den Teufel hier nochmal platt. Das war's mit dem Vieh. Guter Mann. So. Na, Überraschung. Hey, was willst du? Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Ich habe mich mit Kommandant Sebastiano getroffen. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Kommandant mich tot sehen will. Ich hörte davon. Du sollst ihm etwas geklaut haben. Tatsächlich. Und? Hast du? Klar hab ich. Hier, diesen Monolithenstein, direkt aus Di Fuegos Büro. Deshalb bin ich ja hergekommen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern? Kommandant Sebastiano will die Koordinaten von Taranis. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier? Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Das ist doch noch nicht alles, oder? Nein, das stimmt. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin schon seit vielen Wochen unterwegs. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann reise ich mit. Egal ob großes Piratenschiff oder Schaluppe, nur auf die Schiffe der Inquisition setze ich keinen Fuß. Was weißt du über die Schatten? Gefährliche Mistviecher, kommen direkt aus den Kristallportalen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bleib bloß weg von den Dingern. Es heißt, jemand, der hineinblickt, verliert seinen Verstand. Ach was. Gut, ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven, da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt. Das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Danke. So, wir haben einen weiteren Begleiter. Und wir können Nahkampf steigern. Das ist natürlich auch schön. Machen wir direkt. Zack. So, hier haben wir noch ein wenig Fisch. Noch Fisch. Ein kurzer. Schnaps der Magie. Okay. So. Da kommen wir erstmal nicht dran. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ja, die hat ja auch so lange nichts mehr zu tun gehabt. Die arme Waffe, die. Das tat weh. So, der droppt mal nichts. Dafür haben wir noch eine Maki-Beere. So, weiter geht's hier. Hey, du frecher Du. So, Sandteufel platthauen ist natürlich auch mal wieder schön. Hey, ich wollte nur diese Muschel hier holen. Nicht so aggressiv. Schlimm mit den Viechern hier heutzutage. Schade um das gute Opferfleisch. So, Schädelblüte mitnehmen. Noch eine Schädelblüte mitnehmen. So, können wir eigentlich den... Okay, diese Seesterne sind nicht sammelbar. Aber diese Krabben hier sind sammelbar. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oh ja. Oh, da ist jemand sehr aufmerksam.
und kuschelbedürftig mit seinen Scherenhänden. Na komm. So, die Krabbe liegt. Genau, so leg dich nochmal hin. Denk nochmal drüber nach, was du gerade getan hast. Und spüre was Hartes, Spitzes in dir. Na komm. Au. Reicht jetzt aber auch mal hier. Hartnäckiges Viech hier. So, Bones ist okay. Ach ja, sieh meine an. So, das klappt aber ganz gut bisher. Mit der alten Krabbe hier. Und zerlegt. Hat sich ja gelohnt. 800 Ruhm, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das reimt sich fast. So, dann schauen wir doch mal. Ja, wir könnten vielleicht nochmal hier beim... Oh, der Seeteufel kullert gerade ein wenig durch die Gegend. Beim Dings vorbeischauen hier. Noch eine Schädelblüte. Bei Vasco. Hallo Nachtwache. Na, guck mir, hier ist auch noch Zeug. Ist hier hinten eigentlich noch irgendwas? Nö. Das scheinen wohl Schnarchgeräusche zu sein. Dumm, die dumm, die dumm. Alles XP und alles, ja, teilweise haben sie noch etwas Proviantmäßiges da. Hier bei den ehemaligen Sklavendingern. Mal gucken, wer da noch jetzt drin wohnt. Ach, scheinbar auch hier Soldaten. Da ja. War doch was. Hi. Denk nicht mal dran. Du hast in Puerto Sacarico nichts verloren. Mimimimimim. Ist da wer? Ja, ja, ich. Suchst hallo, du was mal. Bestimmtes? Ja, schon. Wird nur schwierig, wenn ihr mir alle auf die Finger guckt dabei. Dann gucke ich mich halt erstmal hier hinter der Hütte um. Na, guck mal. Ein Warzenschwein. Au. Danke sehr. So, noch eine Maki-Beere mitgenommen. Jo, das sollte es dann hier mal gewesen sein. Jupp, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ich kann mir, wo es da oben überhaupt noch hinging. Tja, und sagen mal Bescheid, dass wir dass wir den Auftrag erhalten haben. Ich habe keine Ahnung, ob das halt irgendwas bringt. Halt so die Frage. Wir müssen ja, wie gesagt, wir müssen hier eh nochmal herkommen, wenn wir dann die Sache mit dem Äffchentrainer gelernt haben. Ups. Das sollte passen, denke ich.
So, trari trara. Dürfen wir gleich da sein? Vielleicht können wir einfach sagen, dass er von der Insel verschwinden soll oder so. Keine Ahnung. Moment. Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Bleib locker. Ich soll locker bleiben? Klar, gib mir einfach 200 Gold und ich sage Sebastiano, dass die Sache geregelt ist. Das würdest du für mich tun? Wenn du mich das nochmal fragst, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ist ja gut, hier ist dein Gold. Sehr schön. Dann beraten wir gerade nochmal eine Runde. Vor uns hin. Haben wir dann ein bisschen Geld aufgesammelt. Ich glaube, geldmäßig sieht es im Moment echt ganz gut aus. Wo wird denn das nochmal angezeigt? Hallo? Ich möchte gerne sehen, wie viel Geld ich habe. So, was können wir da noch machen? Das sieht auch gut aus. Ah gut, 4411. Boah. Nicht schlecht. Klingentänzer, Fechtmeister, Schwertmeister. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Aber wir können, glaube ich, auch einige hier nur mit Piratengemeinschaft machen. Alles klar. Macht ja auch Sinn. So, Sammlung. Wie gesagt, da haben wir die ganzen legendären Gegenstände, die wir alle noch irgendwie finden müssen. Ach, warte mal. Hat es nicht geheißen, auf dem Dach wäre hier eins? Dann können wir doch da nochmal gucken. Kann ich eigentlich von hier aus jetzt schnell reisen? Ja, gut. Also es ist quasi wie beim zweiten Teil dann. Nur, dass wir halt vorher erstmal die Steine einsetzen müssen. So, dann will ich doch mal schauen, wie wir hier aufs Dach kommen. Könnte mir vorstellen, dass es dieses Dach ist. Waren wir an dieser Truhe schon? Nein. Zumindest kriege ich es nicht auf. Hier vielleicht hochhüpfen? Nee. Dann will ich es doch mal hier versuchen. So, da hoch, dann dahin. Dann würde ich gern da drauf hüpfen. Geht das? Na komm, da kommst du doch hoch. Das sieht doch so verlockend aus hier. Das wird schon mal nichts. Oder müssen wir da echt wieder einen Affen hochschicken? Das ist nur ein wenig Vogeldreck, schätze ich. Vielleicht kommen wir irgendwie von oben dann dahin. Ich gehe mal nochmal nach oben gucken, ob wir vielleicht irgendwie aufs Dach drauf kommen. Eventuell funktioniert das ja.